da noch eins? Das quietschen werden, aber... Ah, das ist noch mehr. Na gut, das war jetzt fast schon effizient, ne? Also, Kies entfernen lohnt sich... Oh, nicht mit der Schippe. Kies entfernen lohnt sich fast... Also auf jeden Fall mehr als... Dirt. Muss ich doch mal zugeben. So. Jetzt machen wir hier noch die Wände auf. Nicht, dass wir einen Diamant übersehen. Das ist jetzt auch eher unwahrscheinlich wahrscheinlich. Unwahrscheinlich wahrscheinlich. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Na, 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 na. Das ist wieder duster, ne? Können wir uns mal ein Fächelchen. Und ja, also es ist natürlich spannender auch für euch, wenn man so Schluchten erkundet und sich da verläuft und vielleicht nie wieder rausfindet und so. Aber ist ja Minecraft, also bauen wir uns eine Mine. Und Mine baut man sich selber, die findet man nicht. Das ist neumodischer Scheiß mit Minen, die man finden kann. Braucht doch kein Mensch. So. Findet ihr nicht auch? Ich finde ja schon. So. Ding, ding, ding. Da haben wir schon wieder nichts gefunden. Das ist doch schön. So. Kommen wir hier hoch. Um die Ecke. Licht haben wir auch. Dann kann es ja losgehen. Gleich fließt uns direkt die Lava auf den Kopf. So Redstone-mäßig. Nicht schlecht. Kohle haben wir auch noch dabei. Level 14 sind wir auch schon wieder. Das heißt, wir kriegen die Spitzhacke auch wieder repariert. Vielleicht sollte man damit diesmal nicht ganz so lange warten. Mal gucken. Ist auch noch was. Ah, aber diese Clusterbildung hat schon was. Ne? Also dieser neue Algorithmus, der die in Reihen so zusammenhält. Man die nachschürfen kann, das ist schon cool. Und ja, ich verlasse dann an solchen Punkten immer wieder Strip Mining und mache hier mein Dome Mining. Ich weiß nicht, ob ihr das auch macht. Ist jetzt nicht ganz so effizient wahrscheinlich, wie strikt diesem stritten Plan zu folgen. Das möglichst auf 5 Ebenen oder so. Aber ja, was gönnt man sich nicht alles? So. Der kann weg. So, alles ausgeleuchtet, ja. Ist auch verewigt. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal wieder hoch. Reicht ja auch. Hui. Brenne, brenne. Brenne. Yay, Level 15. Wo kam der denn her? Ist hier so duster, dass er hier spawnen konnte? Zwischen irgendwo. Ist hier noch so duster? Hier ist duster. Naja. Ich habe ja eigentlich genau darauf geachtet, dass hier überall Fackeln hängen. So, auch wenn er jetzt nicht so die große Herausforderung war, eingeplant war nicht. Damit musste er gehen. Haha. So. Jo. So, den Rest nehmen wir erstmal mit hoch. Die Dörtende können wir auch noch mitnehmen. Den ganzen Kies nehmen wir noch mit. Für den Wegebau. Weil ich habe ja noch, den Kabel brauchen wir auch noch, aber der kommt später. Ich habe ja noch ein großformatiges, großartiges Projekt vor. Schön. Für welches wir
jede Menge Cobblestone brauchen werden. Mal gucken, ob ich dazu dieses Jahr noch komme. Das weiß man ja immer nicht so genau, ne? So, auf jeden Fall sind wir wieder oben. Das ist doch schon mal schön. Der Känguru-Marsch hat ein Ende. So, und wo sind die Erze? Da sind die Erze. Erze. So. Das waren die Erze. Ja. Der ist da. Bei Kies brauchen wir dafür auch jede Menge. Und Stone auch natürlich. Clean Stone und Dingstone, Boomstone und so. Also wir machen auch schon was Tolles. So. Ja. Hat sich gelohnt. Wir könnten auch Treppen im Never setzen. Um ein bisschen Abwechslung reinzukriegen. Ne? Unterschiedliche Playlists für die unterschiedlichen Regionen wären auch noch was. Aber das gilt als... Hui, hallo, es lädt. Dies gilt, glaube ich, als dann zu gewagt. Das muss ja ständig auch Playlists wechseln. Puh. War ja gar nicht mehr klar. Achso, apropos gar nicht mehr klar. Komm, hallöle. Klingt anders, ne? Klingt anders, so ohne. Ne? Ach ja, schöne Kiste. Ich gewöhne mich noch dran. So. Gehen wir mal ein bisschen raus. Gehen wir ein bisschen slayen. Level 16. Hui. Die Einkäufe haben wir auch schon weggebracht. Der Creeper will sich nicht bewegen. Wobei, hier könnte man jetzt so schön... Das mache ich gleich. Ich brauche Kabel. Wenn man etwas sieht, sollte man es auch gleich machen. Sollte vor allem nicht an der richtigen Kiste vorbeilaufen. So, Stone habe ich jede Menge. Ja, hier ist ein paar den Stein. War da oben. Aber nur den Stein, nicht den Pflasterstein. So. Nein. Ja. Ja. Puh, warum nicht? Nehmen wir alles mit. Dörte. Ja, können wir auch mitnehmen. So. So, davon bauen wir uns mal noch ein paar von den Slaps. Kann man nie genug von haben. Doch kann man. Aber ja, in der anderen Dings bewiesen, dass man das kann. Anderen Truhen sieht es, was Slippity Slap Slaps angeht, echt übel aus. Ja, die brauche ich jetzt erstmal nicht. Gut, damit lässt sich doch arbeiten. Dann gehen wir hier mal hoch. Die Blub, da sind wir schon. Und ja, ein Bett wäre toll gewesen hier oben drin. Das soll ja irgendwann noch kommen. Aber wir können ja erstmal anfangen mit dem, was wir machen müssen. Dafür. Für das, was wir jetzt vorhaben. Haha, ein Cleanstone wäre doch gar nicht so verkehrt gewesen. Schon wieder recht offen. Naja, machen wir es hier noch. Müssen wir ja sowieso den Raum hier oben vergrößern. Auf der Höhe. Wir. So. Blub. So. So die so, weil die weil. Holla die Waldfee. Schnüdüdü. Achso. Ja,
da kriegen wir doch gleich wieder ein bisschen Kies aus der Wand. Das ist schon das Skelett am Sterben. Das ist doch gut. Dass es mir noch auf den Kopf fällt. Oh, passt doch. Dramatische Musik. Den Stunt, den wir jetzt hinlegen werden. Schöne Level 16 wieder verbraten. So. Eigentlich, warte mal. Also wenn ich jetzt recht drüber nachdenke, das ist ja hier okay. Das ist okay. Das hier, das können wir weghauen. Kante hier ist auch für einen Eimer. Ich brauche Cleanstone. Das kann ich noch holen. Das hier soll ja eigentlich nicht sein. Ich will nichts haben, was mir hier von oben auf den Kopf fallen kann. Kann ich nicht gebrauchen. Soweit der grundsätzliche Plan. Oh mein Gott, er hat einen Plan! Geht in Deckung. Nein. Ja, nein, ja. Ach, vielleicht. Keine Ahnung. So, erstmal raus. So, von drinnen gucken. Die Säule ist ja hübsch. Auch hier oben das Gewölbe, was sich so ein bisschen aufspannt, ist auch hübsch. Jetzt muss ich ja hier irgendwo diesen Ansatzpunkt schaffen. Das sind 6, ne? 7. 7. Machen wir 7. Nicht kleckern, sondern klotzen. 7. Die Shift-Taste nicht wieder Geist aufgibt. Dann geht's tief runter.